Hallo, spieletastische Grüße und herzlich willkommen zu Tag 3 unseres 3 Jahre spieletastisch Events. Als erstes haben wir diesmal mit den Dinos was zusammen gefilmt, nämlich wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, ein paar alte oder ältere Spiele des Jahres Probe zu spielen, um einfach mal aus heutiger Sicht zu schauen, wie haben uns die Spiele gefallen. Können wir es verstehen, dass es Spiel des Jahres war? Und jetzt kommen quasi die ersten zwei Beiträge. Wir haben insgesamt 3 Spiele gespielt und das dritte Video kommt dann erst morgen. Und da haben wir dann auch ein kurzes Fazit vorbereitet. Jetzt kommen einfach mal die 2 Beiträge, wie wir eben diese 2 Spiele spielen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Herzlich willkommen mit den Spiele-Dinos. Hi, hallo Sascha. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, wir haben gedacht, wir machen heute mal eine Spiel des Jahres Klassikerrunde. Wir haben uns etwas ältere Spiele rausgesucht. Ich habe den Vogel abgeschossen, nämlich mit dem allerersten Spiel des Jahres 1979, Hase und Igel. Und das habe ich schon gespielt. Die anderen kenne ich auch nicht. Und ihr kennt, glaube ich, noch keins davon, oder? Richtig. Keine Ahnung. Aber ich habe mich ja hier für das schöne Alhambra entschieden. Warum? Weil die Eva immer gesagt hat, das wäre was für Mellys Eltern. Und wenn du es mir jetzt erklärst, muss ich nicht mehr die Regeln lernen. Also beziehungsweise Melly muss die Regeln nicht lesen. Ja. Ganz uneigennützig. Und du hast dich für Zoloretto entschieden? Wegen? Ja, ich habe mich für Zoloretto entschieden, weil ich immer wieder mal hier und da lese, dass es so ein tolles Spiel sein soll. Und es hat Tiere dabei. Deswegen ist es zu Loretto geworden und es geht bis 5, wäre also auch was für die Familienrunde, ja, genau. Vielleicht. Und das auch? Nein, bis 6 sogar. Also alle, bis 6 Spiele, alle sind für die große Familie. Genau, und Naturthema ist ja auch jetzt aktuell wieder sehr in. Also es gibt ja viele, viele Naturspiele, also schauen wir uns das einfach mal an und spielen das mal und dann sagen wir nachher, wie es gefallen hat, wie es ankam. Was kam gut an, was kam nicht so gut an? Genau, was kam auf den Tisch, was kam nicht auf den Tisch? Wir sind gespannt. Absolut. Genau. So, los geht's mit Zoloretto. Das Spiel ist soweit aufgebaut. Jetzt versuchen wir alle, einen Zoo aufzubauen mit möglichst vielen gleichen Tieren in einem Gehege. Punkte gibt's nachher, wenn wir das Gehege voll haben mit den gleichen Tieren oder maximal ein Tier fehlt und genauso gibt es dann auch für Verkaufsstände noch Punkte und eventuell noch Bonuspunkte. Und wir dürfen nicht zu viel hier im Stall, zumindest nicht zu viel unterschiedliche Sachen hier im Stall haben, weil für die gibt es nachher alle Minuspunkte. Der Zoo kann noch ausgebaut werden, indem wir hier nachher 3 Geldmünzen ausgeben. Dann gibt es noch ein zusätzliches Gehege und damit können mehr Punkte erzielt werden. Und jetzt starten wir einfach mal und schauen, wie es ist. Das Wichtigste vergessen, es gibt natürlich auch Babys. Wie das funktioniert, werden wir vielleicht erfahren. Das ist sehr wichtig. Ja, so, also ich mache als erstes, drehe einfach mal ein Blättchen um. Ein männlicher Elefant. Er ist paarungsbereit. Ja. Okay, das war schon deine Aktion. Das war meine Aktion, ich würde hier den ersten Löwen da drauflegen. Eine Löwin. Eine Löwin. Ich nehme mal das. Ah, Äffle. So, jetzt macht mal jeder hier einen eigenen Wagen voll. Ich habe ein weibliches Äffle. Geld. Ich nehme mal den Wagen. Durfte ich es jetzt direkt schon einpuzzeln? Das darfst du jetzt direkt einpuzzeln, ja. Und das Geld kannst du einfach zu deinem Geld dazulegen. Du kriegst meinen Wagen wieder. Du bist jetzt raus für die Runde. Raus. Ja, passt schon. Aber ich habe jetzt Geld. Aber der Wagen, nein, der Wagen bleibt bei dir. Der Wagen bleibt bei mir. Ja, dann machen sonst wir weiter. Wissen wir ja gar nicht, dass du schon was genommen hast. Na toll. Ein weibliches Zebra. Das kommt zum männlichen Elefanten, komm. Ich will es nur schmackhaft machen. Ein Verkaufsstand. Ah, jetzt ist ja klar, was man macht. Oder? Ja, noch ein Blättchen ziehen. Ja. Deswegen bist du schon raus. Ja, ihr werdet schon sehen, wenn ihr nachher einen ganzen Stall voller Tiere habt, die ihr nicht benutzen könnt. Ich biete noch einen Verkaufsstand an zum Zebra-Elefant. Ja, dann nehme ich das doch einfach mal.
Ja, deswegen, ich ziehe mir jetzt einen männlichen Löwen. Du kannst jetzt quasi nochmal ziehen und ja, gucken, klar, was kommt. Guck mal, da ist dein Gegenstück. Tja. Ich nehme mal hier Elefant. So. Dann kommen die Wagen wieder zurück in die Mitte. Und der, der als letztes genommen hat, ist als erster dran. Yay! Eine Geldaktion ist, meine Runde endet aber nicht. Nein. Genau. Nein. Ich gebe 3 Geld aus und rüste hier mein Zoo auf. Okay, du hast zwar noch keine Tiere drin, aber ausbaut, ne? Ist egal, ja klar. Ja, alles klar. Gut, ich habe kein Geld. Ich nehme mal hier einfach ein weiteres Blättchen. Oh Mann. Nehme ich mir. Jetzt habe ich hier zwei was paarungsbereite Affen. Und kriegst du einen Babyaffe, ja. Ach, so funktioniert das also. So funktioniert das. Zack. Super. Voll der Kettenzug. Das ist ein bisschen wie... Tja, der Wagen ist nicht so gut für mich. Ein Elefant ist okay, aber die zwei wandern leider in den Stall. Aber du hast auch noch nie gespielt. Nee, ich habe noch nie gespielt. Also bei mir ist tatsächlich so... Ich habe es angeschaut, also Carcassonne war so das letzte Spiel des Jahres, was ich gespielt hatte. Und dann war wirklich sehr lange Brettspielpause bei mir. Ich glaube, das erste ist dann wieder Dixit, was ich tatsächlich gespielt habe. Ja. Zwei Tierarten vertauschen, ich vertausche die komplette. Mhm. Ich vertausche mal Tierarten. Die ziehen mal hier aus. Ich habe gedacht, ich kriege mehr Pandas und die Löwen ziehen um. Ein Geld. Damals war es noch günstig. Heute zahlst du mindestens 5-fache. Das ist überhaupt nicht spannend, was ihr da macht. Ja, dann mach's halt besser. Mal gucken. So. Das wird ja immer blöder. Mhm. Deswegen höre ich jetzt auf. Hörst du jetzt auf? Ja. Okay. Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Das war jetzt. Dann machen das Sascha und ich unter uns aus. Mach das mal aus. Nein. Siehst du, deswegen habe ich es nicht so gemacht. Ich habe mich ein bisschen versucht, hier aus den Minuspunkten rauszuhalten. Zwischenfazit, Sascha? Zoloretto? Wir sind doch noch gar nicht fertig. Das sage ich dir am Schluss, okay. wenn ich gewonnen habe. Genau. Wer kennt es nicht? Wie findest du das Spiel? Gut, ich habe gewonnen. Ja. Das ist das beste Urteil immer. Ich liebe es. Panda. Nimmst du schon? Ja, natürlich, weil dann machen sie Wiki Wiki und dann kriege ich ein Baby. Und jetzt kriege ich zwei Geld. Krieg ich spannend, ob Sabrina das Wiki Wiki rausschneidet. Ein Plättchen versetzen war aus einem Gehege irgendwo hin? Ja, nee, aus dem Stall, glaube ich, irgendwo hin. Mhm. Tierarten vertauschen dürfte ich auch aus dem Stall ins Gehege rein. Nee, das tut weh. Och, das wird ja noch besser. Nein. Das hättet ihr gewollt? Das sind jetzt nicht alles Minuspunkte, was du da hast im Stall? Also das wären jetzt 2 Minuspunkte für die Affen und 2 Minuspunkte für die Löwen. Aber ich kann ja auch noch Tiere jetzt raustauschen aus dem Stall. Ja. Tierarten. Deswegen, das heißt, ich habe jetzt 5 Blättchen Affen, die ich jetzt ja auch quasi zum Beispiel mit Pandas tauschen kann. Aber ja, ich habe trotzdem zu viele Tiere. Ich verstehe. Ja. Zu viele Tierarten bei mir im Zoo. Den Affen, den Elefant da drüben. Das ist alles Affen. Alles. Das hat für beides, ist ein Affe. Soloretto, Affenversion. Ja. Gorillas, Schimpansen und das, ja. Jo. Elefantenaffen und Zebraaffen. Jo. Richtig. Elefant. Und wann endet das Spiel dann? Der es ist halt so, wenn der wenn wir den anbrechen, wird nur noch die Runde zu Ende gespielt. Also das heißt, wenn wir jetzt nicht vorher jeder einen Wagen, bevor die Blättchen da weg sind, sozusagen, dann ist das Spiel nach dem hier zu Ende. Ich guck mal drunter, was es noch so gibt. Ein Verkaufsstand. Sascha, was machen wir?
Also ich tausche mal Löwe gegen Känguru. Also du lässt die sozusagen essen? Nee, die kommen ja im Stall. Also wenn sie essen würden, wäre es mir fast lieber. Dann wirst du mal, sie sind weg. Tut mir leid. Ich bin übrigens raus. Ne? Mhm. Ja. Na gut, ich nehme den hier. Dann nehme ich doch den hier. Ach nee, wer hätte hier da noch Gold? Nee, warte mal. Ich mache erstmal verkaufen. Ich verkaufe erstmal noch einen Tierart. Das heißt, wir zwei. Ich schmeiße den Panda raus. Tschüss. Und dann nehme ich das hier. Genau. Ach so, dadurch hätte ich das hätte ich jetzt eigentlich auch noch machen sollen. Ich hätte jetzt das Ding noch verkauft. Du darfst es noch machen. Ja. Nee, ist egal. Das mach. Nee, hätte ich ja den anderen wahrgenommen. Ist gut. Okay. Okay. Mein Pech. Okay. Aus. 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 Wir brauchen die Schlusswertung nochmal. Sabrina, du musst es machen. Bei mir sieht es gut aus. Ich habe gewonnen. Deine Elefanten sind ganz schön traurig. Ja. Jo. Ich habe alle voll. Hast du alle voll? Dann habe ich nicht gewonnen. 18, 7, 32. Okay, nicht schlecht. Ja. 23. Für ein Gehege, in dem nur ein Tierblättchen fehlt, erhält der Spieler die niedrigere der beiden. Okay. Für ein Gehege, in dem zwei oder mehr Tierblättchen fehlen, erhält der Spieler nur dann Punkte, wenn er auf dem zugehörigen Standplatz einen Verkaufsstand hat. Dann bekommt er für jedes Tiergehege einen Glückspunkt. Also 22, 23, 24. Für jeden Typ Verkaufsstand, der auf einem Standplatz liegt, gibt es zwei Pluspunkte. 8, 40. Was habe ich gesagt? 24? Ich brauche mehr Block. 30. Ja. Ja, weil ich so viele Punkte habe. 32. Okay, für jeden Typ verkauft im Stall gibt es 2 Minuspunkte. Nee. Für jede Tierart im Stall gibt es 2 Minuspunkte. Das kostet dich. 36 habe ich jetzt noch. Ich habe nur noch 30. Verdammt. Das war's. 34. Ja. Gut. Also ich finde es echt gut. Also, okay. Ja, also hätte es seit 2007 keine anderen Blättchen-Legespiele mehr gegeben, hätte es auch gut gemacht. So, also die Melli hat sich ausgesucht, der Palast von Alhambra. Nein, der Angelo hat sich der Palast von Alhambra ausgesucht. Ich war diejenige mit den Tieren. Damit ich oder Melli die Regeln nicht mehr lernen genau. Genau, das war der Grund. Also Ziel ist es halt, möglichst eine Festung auszubauen, die viel Siegpunkte einbringt. Dazu gibt es nachher 3 Wertungen im Laufe des Spiels. Und wer bestimmte Gebäudemehrheiten in seiner Festung hat, der kriegt entsprechend Siegpunkte dafür und darf die dann halt auf diesem Plan da drüben vorwärts laufen. Dazu erwerben wir uns nachher der Reihe nach diverse Gebäudeteile. Und jetzt geht es erstmal darum, sein Startgeld aufzudecken, das heißt, Angelo darf nach und nach im Wert von 20. Du musst auch laut vorzählen. 13. Gut. Aus. 21. Wow. Gut, aber immerhin nicht schlecht. Ist es geheim auf meiner Hand? Oder jetzt darfst du es auf die Hand 18? Nehmen. 18? Boah, ich bin noch besser wie du. Cool, ich habe auch richtig viel Auswahl beim Kaufen. Du kannst auch richtig billig die Dinger kaufen. 1. Ja, aber klar. 14, 20. 20 oder mehr heißt's. Ja, okay. Passt ja. Cool. So, und derjenige mit den wenigsten Karten darf jetzt einen anfangen. Ihr habt gleich wenig, deswegen darf der Jüngere von euch anfangen. Das bin dann ich, aber ich würde dir den Vortritt lassen, weil du hast dir das Spiel ausgesucht. Oh, vielen Dank. Ja. Müssen wir eine Geldkartenauslage raus? So, genau. Jetzt müssen wir nämlich das noch mal aufteilen in 5 Stapel. Wir sagen jetzt auch nicht, wie alt wir sind. Wir sind jung geblieben. Die möglichst gleich hoch sind. Ich habe es irgendwie nicht so gut hingekriegt. Okay. So, jetzt sind sie beim möglichst Alter gleich hat sich hoch. Ne? Ja, ey. Beim Alter habe ich gewonnen. Ich habe gewonnen. So, erste Wertung. Achso, das war mein Geld. Erste Wertung wurde in den zweiten Stapel gemischt und die zweite den hier. Jetzt nur nicht falsch zusammensetzen. Genau, das ist ganz wichtig, nicht falsch zusammensetzen. Ja.
Mhm. Der vierte Stapel. Mhm. Also, wenn wir es falsch gemacht haben, kommt die zweite Wertung vor der ersten. Ja. Ist nicht so schlimm. Macht nichts. Macht nichts. Hauptsache, es gibt Punkte. Ja. Für mich. So. 4, 3, 2 und 1. Zack. Und jetzt muss ich tatsächlich noch schauen, wie viel werden aufgedeckt. 4 Geldkarten werden offen neben dem Bauhof in die Tischmitte gelegt. Der Bauhof. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt nur Dukaten. Ja. Ja, da bin ich gerade bedient. So. Ah, mein Gott. Ja. Ich würde die 2 gelben Karten nehmen. Ach, es geht schon direkt los, ja, okay, alles klar. Ja, gar nicht lang, nur keine nicht Zeit lang verlieren, schnacken. Gell? Nee, das machen wir jetzt nicht. Da habe ich schnackseln gesagt. Nein, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken heißt. Ach so. Das ist dann eine andere Art von Spielen. Ich ja, komme heute nicht auf den Tisch. Unsere liebsten Trinkspiele. Ja, das ist ja echt wow, berauschend. Also man muss natürlich auch ein bisschen schauen, wie die Gebäude bringen nachher auch unterschiedlich Punkte. Ja. Also Turm zum Beispiel bringt mehr als ja. Pavillon. Ja, super. Total doof, wenn man gar keinen Turm kaufen kann. Super. Ja, dann mache ich doch, keine Ahnung, das ist ja, da baue ich mich ja gleich mal so zu. Aber was soll's, ich fange jetzt an. Wo kommt denn das ausgegebene Geld hin? Auf die Seite. Okay. Hier bei mir. Ja, du verwaltest das so, mal, gell? Treuhänderisch so. Genau. Ja, so Wirecard. Warum hat Angelo ständig Dukaten? Ich weiß es nicht. Braucht die halt. Ja, ich kann es sonst einfach da hoch so. Du kannst einfach einen Ablagestapel bilden. Ja. 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 Weißt du, was da jetzt genau geschickt wäre? Das bezahlte Geld bildet einen Ablagestapel neben dem Bauhof. Das wäre ja Schleichwerbung, deswegen das lassen wir jetzt, ne? Also neben dem Bauhof. Also hier ist der Ablagestapel. Genau. Ja? Mhm. Du kaufst wenn du dann so viel Geld hast. Und jetzt darf ich das sofort anbauen. Anbauen. Oder in dein Vorrat. Oder in die machen, Reserve. Ich lege es mal in die Reserve. Ich lasse mir mal die Gemächer noch offen. Ja. Und dann ziehst du aus dem Beutel ein das neues schickes Gebäude. Neues. Ein Turm. Jetzt wäre spannend, wie viel Erweiterung gibt es zu Alhambra? Ich weiß von einer, aber... Ich glaube, es gibt viele, viele. Also es gibt eine Big Box. So ja. Viel kann ich dir schon mal verraten. Haben wir nicht sogar die Big Box? Ich weiß es nicht. Big Box zu Hause? Sicher? Ganz sicher. Weil die ist nämlich so richtig viel Geld wert inzwischen, weil die ist out of print. Oder wird momentan nur... Also man sieht, es ist sehr teuer gehandelt, ja. Wer sie hat... Wer hat, der hat. Genau. Wer hat, der hat, du darfst. Oh, was ich noch vergessen habe zu sagen. Ah, ja, ja, super. Dann fangen wir mal an. Diese Stadtmauer gibt bei jeder Wertung auch Punkte, und zwar für die längste Stadtmauer, die man quasi am Stück hat. Ja, das ist ja gut, du hast ja schon mal 3 Stadtmauer. Also wenn du sie lieber dann doch anpuzzeln willst, kannst du es noch anpuzzeln. Puzzle es lieber jetzt an. Es nein, werden immerhin 3 ja, Punkte. Aber so schnell wird ja die Wertung jetzt noch nicht ausgelöst. Ja, wahrscheinlich nicht. Wir hatten so einen Stapel und nochmal einen Stapel, wo dann die Wertungskarte drin ist. Nehmt halt nicht so viel Geld, dann geht es. Ja, gut, okay. Ich sag's ja nur. Gut. Gut. Eigentlich kann ich ja die Karten hier hin machen. Gut, fein. Fertig. Aber das ist schon meine Karte. Fein, fein. Ich bin dran. Nee, ich bin dran. Downtime. Downtime. Jetzt geht er gleich wieder in die Küche und holt sich was zu trinken. Da ist ein Radler da. Warum bist du Vampir? Nein. Okay, schon mal mehr Downtime wie bei Loretto. Ja, ich es ist schon wohl weiß noch nicht genau. Das spielt mal. Ja. Aber es aus kann jederzeit diese Wertung kommen. Nimm die 7. Nimm genau. Mal die 7. Mhm. So, legen wir neues Geld. Ich brauche die 6. Okay. So, guck mal hier, ich würde exakt. Du bist noch gar nicht dran, ich bin dran. Oh Mann, ich weiß, mal. Ich weiß gar nicht. Sascha, könntest du dich da drüben hinsetzen? Oh Mann. Die lasse ich irgendwie aus, ich weiß auch nicht warum. Ja. Wir sind zu dritt. Für Igel und Hasen setze ich mich um. Okay. Ja. Wohin denn? Dahin. Okay. So, jetzt. Und dann übergehe ich immer mich. Ja, das ist aufgeregt, weil ich den super Zug mache. Guck mal jetzt.
Oh. 9, dann kriege ich dieses schöne Super Blättchen. Zug. Ich möchte es auch direkt anlegen. Mhm. Wird sofort aufgefüllt? Nee. Nein. Ich leg das, darfst du nochmal? Ich lege das hier an und dann darf ich nochmal und dann würde ich nämlich, ein bisschen teuer, aber ich kaufe noch das hier. Wer kann, der kann. Wer kann, ja. Bist dann fertig? Ich bin fertig. Super Sache. So, und dann darf ich aber jetzt zwei Blättle ziehen. Hier haben wir einen wunderschönen Garten für 12 und noch einen Turm für 9. Und ich zahle ein bisschen mehr, es gibt Trinkgeld. 9 und 3, kauf mir diesen schicken Turm. Ja, okay. Wir haben, oder? 9 und 3. Ja, den baue ich auch direkt an. Ich mache jetzt keinen falschen Fehler. Was hast du wieder gemacht? Ich habe 4 Geld genommen. Wenn du so schnell machst, weiß ich immer nie, ob du nicht. Ja, es geht mir genauso. Da schummelst du gern, gell? Ja. Ich nehme die 8. Mhm. Danke. Ich baue passend. Ich zahle passend, meine ich. Die Arkaden, die baue ich jetzt auch an. Und zwar chip. Ich baue die mal hier oben an. Und da ich nicht weiß, wann es zur Zwischenwertung kommt, baue ich jetzt einfach mal meine Gemächer auch noch an. Ja, das ist gut. Und zwar neben die Arkaden. Zack. Dann bauen wir hier Plättle. Wow. Mhm. Ich möchte das nicht vorweggreifen, aber es ist jetzt schon spannender als Zoloret. Wir dürfen nicht drüber sprechen. Also ich zahle 10, passend für diesen Garten. Wow. Er macht den Garten, der Kerl. Ist eher der Gartentyp, ja. Dann zahle ich 8, passend. Klar. Im Vorhinein noch gesagt, da kann man so 4 Züge hintereinander machen. Mhm. Für diese hat aber noch nicht gespielt, das Spiel. Arkaden, ja, habe ich auch noch nicht. Und dann zahle ich nichts mehr, weil ich habe nichts mehr. Darf ich dann auffüllen? Bitte drum. Ja, ich muss noch als dritte Aktion noch Geld nehmen. Ich muss bloß gucken, welches Geld ich nehme. Welches Geld möchtest du gerne nehmen? Ich nehme mal diese 7. So. Ich habe langsam das Gefühl, mit diesen Mauern, das ist echt nicht so einfach. Naja, du baust halt aus. Ist doch voll einfach. Dann geben wir mal keine. Wertung. Yes. Na toll. Na also, geht doch. So. Dann fangen wir einfach mal an. Pavillon. 1. 8. Also das heißt, wir kriegen beide. Wir kriegen beide nichts. Ach, wir kriegen beide. Wow. Nee. Ich habe auch einen. Cool. Bei Gleichstellung kriegt man nichts. Ja, es wird jetzt durch 2 geteilt und also abgerundet. Nichts. Also nichts. Ja. 1 durch 2 gibt nichts. Nichts. Serail. 1. Nix. Kriegst du 2 Punkte. Achso, ich dachte nichts. Arkaden. Nix. Habe ich 1. Ja, 1. Gibt 1 Punkt für jeden dann. Besser als nichts. Ja. Gemächer. 1. Habe ich 1. Ja, guck, nochmal 2 Punkte. Wir gehen gemeinsam. Komm, wir gewinnen gemeinsam gegen Anschluss. Garten habe ich 2. Nix. Das sind 5 Punkte. Und weg ist er. Und Turm. Habe ich 3. Und weg ist er. Was sind das? 6, oder? 6 Punkte. Wie weg? Er ist bei dir. Ja, ist er. So, und jetzt gibt es noch für die Stadtmauer. Einfach die Länge. Die Länge, ja. 7. Über die Blättchen. Was? 1, 2, 3. Die kompletten also, Mauerteile, oder? Du hast 5, genau. Blättchen. Ja. 5. 7. Oder Stückchen. 4, 5, 6, dann hätte ich 1, 2, 3, 4, 5. Du hast 5, ja? Und ich habe 7. Dann geh mal. Okay. Geh mal runter, dann kann ich nämlich beide hüpfen hier. Zack. Und ich habe 3. Du hast 3. Gut. Genau. Okay. Und dann geht's weiter. Ja, bis du dran kommst, ist das weg. Ich kaufe es einfach nur, damit du es nicht bar. Also mit der 9. Aus. Ja, ist mir egal. Ich dich auch. Ich habe 21 auf der Hand, das gebe ich aus. Mach doch, was du willst. Mach ja sowieso. Natürlich. Also. Du musst ein bisschen stänkern in dem Spiel.
Nee, das sind nicht die Stinker von Alhambra. Die Stinker von Alhambra. Eine der Erweiterungen. Möchtest du das Pavillon? Ja, ja, einfach, okay. Weil ich es nicht dir ein Bar was? Gönn dir. Mach ich auch. Guck an. Hoffentlich verbauscht dir alles damit. Nö. So richtig fett. Aber bah. Aha. Also, wo ist die andere? Hier, zack. Der passt sogar echt gut. Das sieht scheiße aus, aber kann man mal machen. Vor jedem Turm muss ein Pavillon stehen. Guck, wie deine Stadt aussieht. Ja. Da lache ich doch hier in meiner Stadt. Das sieht so richtig... Sascha, dein Lieblingsspiel, wo man sich gegenseitig ankommt. Monopoly. Ja, absolut. Nein, Elfenland, wie gesagt. Echt, ärgert mich so arg. Da ärgert, kann man sich schon so schön ärgern. Das unbedingt mal spielen. Dann darf man, dann darf man nämlich Sperren hinlegen, damit man mehr Karten braucht. Okay. Und also das ist mal das direkte Ärgernis. Und das hast du zum Spiel des Jahres. Du kannst aber natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, Verkehrsmittel in Gegenden legen, die halt ja total unpraktisch sind, wie ein Trollwagen in der Wüste. Das bringt ja nichts, wenn du 10 Türme hast und sonst nichts. Das stimmt auch wieder. Ja. Also kannst du dir ruhig kaufen. Nee, dann mach ich's anders. Kauf dir. Ich mach's anders. Kauf jetzt! Nee, wirklich. Komm schon, ich weiß mal nichts. Ich fühle mich überhaupt nicht. Ich nehme die 6. Nee, die ist ausverkauft. Nein, die ist ausverkauft. Die ist nicht ausverkauft. So, jetzt kannst du deinen nächsten Zug machen. Was ist dein nächster Zug? Die 6 aus seiner Hand nehmen. Kann ich auch 3 Karten abgeben, um dadurch die Farbe zu ändern? Nein, okay. Nicht hier. Ja, kauft halt mal ein paar Gebäude. Die sind so blöd, die da rumliegen. Ja. Voll liegt es voll gut bei mir. Jetzt irgendwie das Gefühl. Garten sollst du nicht kaufen. Was jetzt? Du hast gesagt, ich soll was kaufen. Jetzt kaufe ich was, dann ist auch nichts. Kauf Turm. Melli, kauf Turm. Nein, kaufe ich nicht. Ich habe Garten. Ich habe aber zu viel bezahlt für den Garten, also gibt es nicht mehr. Gibt es extra Punkte, wenn ich die Gärten zusammenbaue und so? Schönheitspunkte? Nein. Nein, ehrlich. Seit wann? So, Warum überhaupt? Einmal würde ich gerne die Gemächer kaufen. Oh. Passend. Aber passend. So, schön gemacht. Sehr toll. Wow. Und dann würde ich... noch die Gärten hier kaufen. Kann ich gar nicht mehr anlegen. Ja, Pech. Doch, hier. Nee. Nee. Dann muss ich es erstmal zwischen Bogen kommen. Ja. Scheiße. Hauptsache Garten kaufen. Hauptsache Garten gekauft. Ja. Super Sache. Das war doof. Ganz toll gemacht. Ach, das war doof. Ja, es war doof. Aber sowas ist doof. Mhm. Ich glaube es. Es fehlt auf jeden Fall so eine Art Joker, dass ich eine Farbe ändern könnte. Oder? Nee. Wischst du die Augen? Du hast, glaube ich, ein Geldproblem. Das ist das andere Ding. Ich habe nie das richtige Geld, das ist das Problem. Ja. Du hast doch gerade passend gekauft. Und dann nochmal irgendwas gekauft, das du nicht anlegen kannst. So ist es. Und dann beschwert er sich, dass er kein... Nichts kann man anlegen. Ihr merkt schon, viel mehr Gespräch wie bei Zoloretto. Da war man viel mehr aufs Wiki konzentriert. Was hast du jetzt? Fertung. Oh, Gott. Freude. Also gut, dann werten wir mal. Mhm. Fangen wir an mit Pavillon 2. 1. Also kriegst du 8 Punkte und wir nichts. Ja, toll. Ich habe auch 1. Okay. Serail, das Rote. 3. Ach, toll, kriegst du 9 Punkte. Das läuft irgendwie. 32. Und wir kriegen jeweils 1. Oh, das ist doch super. Ich würde sagen, wir können jetzt auch abbrechen. Arkaden. 3. Dann kriegst du 10 Punkte und ich 3. Schwupp. Gemächer habe ich 2. 1. Dann kriege ich 11 Punkte und ihr kriegt jeweils 2. 26. Jetzt kommt es, Sascha. Garten. 2. Ich nicht. Ich auch 2. Das heißt, wir teilen uns die 12, also 6 Punkte. Oh. Irgendjemand hat mir gerade den Garten weggekauft. Ich weiß auch nicht, wer das war. Und dann kommt noch der Turm. 1. Habe ich auch 1. 3. Also 13 für den Angelo und 3 für uns. Mal gucken, so, jetzt noch die Mauer. Und jetzt noch die Mauer, ja.
15. Ich habe gemächliche 5. Bin nicht so der Mauertyp. Ne, gemächer. Gemächert. Und du darfst weitermachen. Ich kaufe mal für 8 das. Kann es aber nicht hinbauen. Machst du das immer? Ja. Ja. Ja, aber das ist immer passend, echt. Also ich nehme es aus der Hand und lege es. Nee, das stimmt nicht. Das ich bin nicht dran, oder? Ja, ja, doch. Du bist dran. Ach, sag mal was. Ja, ja, wir haben dich doch beraten. Dran. Ihr habt gar nichts. Doch, wir haben gesagt, leg doch die Gärten an. Leg die Gärten an. Er hat es gar nicht so ernst genommen. Oh ja, chill mal. Ich mach lieber nix. Hast du schon gemacht? Ja, jeder wartet nur auf dich wieder. Warum hast du denn das gemacht gerade? Ich habe noch nicht gemacht. Ja, du hast also. Noch nicht gemacht. Ich hab gerade gemacht. Nein, du hast nicht gemacht. Nee, Angelo hat gemacht, dann bin ich dran. Scheißspiel. Jetzt bist du dran. Jetzt bräuchte ich 5. Du wolltest doch eh Geld. Ja, außer, guck mal. Ja, guck mal. Von Mimimi auf Euro. Bäm. Super Spiel. Letzte Blättchen. Oh. Oh nein. Ich nehme mal. So, noch ein Zug. Jetzt davon noch mal. Und dann würde ich halt für 5 die 11 kaufen. Nö. Dann. Nimmt ihr doch Geld? Nehme ich mir die 5 Geld. So, nu? Nu ist aus. Jetzt ist aus, genau. Jetzt gucken wir quasi noch, wer am meisten grünes Geld hat. Ein Dreier. Habe ich 5. Wow. Also der landet bei mir. Dukaten habe ich 12. Hast du mehr wie ich? Du hast keine Dukaten. Nee, Dukaten, aber da habe ich, glaube ich, 10. Ich habe ein bisschen mehr. Ich habe 11, passend. Also landet der Garten noch bei dir. Und den bauen wir jetzt noch ein. Na gut. Die bauen wir jetzt noch ein, genau. Okay. Gut. Also, ich habe 4 Pavillons. Genau. 2. Pavillon habe ich einen. Hast du 4? 16, was? 16? 7, du 8. 9 und 16. Was ist denn da? Nee, Quatsch, 71. 16. 1. Wow. Serail. Was kriegen wir? 8 jeweils. Arkaden habe ich 3. Eine. 1, 2, 3, 4, 5. 5, also 18 für die Melli. 3, 15, 16, 17, 18 und 10 bei mir. Gemächer. 3. Haben wir alle 3. Wow. Also 6 für jeden. Das habt ihr super gemacht. 3, 4, 5, 6. 65. 69. Garten habe ich 4. 4. 3. Das sind 10 für uns. 5. Türme habe ich 4. 3. Na, ist 4. Ja. Ich habe auch 4. Kriegt man 10 für jeden. Und 6 für die Melie. 85. Yeah, und dann verloren. Wird noch die Mauer gezählt. Achso, ja, dann habe ich verloren. Alter. Bei mir. Ich habe langsam das Gefühl, diese Mauern, das ist echt nicht so einfach. Ja.
Wir sind 119. Blöder Arsch. Ich gebe mal meine 7 Punkte noch vor. Wie hat die 25 Mauer haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Die geht halt vorne hier einmal so rum bis hier. Der zu Loretto ist echt geil. Das war episch. So, das waren die ersten zwei Beiträge zu Loretto und Alhambra. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und morgen geht es, wie gesagt, weiter mit den Dinos. Und jetzt kommt der dritte Gastbeitrag. Das heißt, es gibt wieder einen Gutschein und diesmal passenderweise sind die lieben Dinos dran. Hallo, wir sind Angelo und Melanie und wir sind die zwei hinter den Spiele-Dinos. Aber heute geht es nicht um uns beide, sondern um Spieletastisch, denn sie haben dieses Jahr ihr Dreijähriges und dazu möchten wir natürlich ganz herzlich gratulieren. Toll, dass es euch gibt und auch, dass ihr immer so tolle, außergewöhnliche Spiele habt. Aber um was geht's ganz genau? Genau, wir stellen euch heute unser absolutes Lieblingsspiel vor. Und wer uns so ein bisschen verfolgt, der müsste auf jeden Fall wissen, was Mellies oder eins von Mellies absoluten Lieblingsspielen ist. Und es geht diesmal nicht um Space, kann ich schon mal sagen. Nee, und ich würde sagen, weil es Mellies Lieblingsspiel ist, obwohl es konfrontativ ist, darf es Mellie auch mal in die Kamera halten. So konfrontativ ist es doch nicht. Es gibt viele Wege, Punkte zu machen. Und zwar geht's um Blood Rage. Wer hätte es gedacht? Ja, Blood Rage, warum? Auch wenn es konfrontativ ist, mein Gott, voll auf die Mütze gibt, mag ich dieses Spiel. Denn man hat hier immer wieder verschiedene Möglichkeiten, andere Wege zu gehen, um Punkte zu machen. Und ich finde es einfach ein klasse Spiel. Es ist zwar ein Mehrheitenspiel, daher empfehlen wir so für 3 bis 4 Personen. Zu 5 wird es fast schon ein bisschen voll. Da kann man nicht mal wirklich viel machen. Und trotz allem, es ist einfach taktisch. Es ist toll. Man kann immer wieder was Neues probieren oder einfach beim Alten bleiben. Und das mag ich so gern bei dem Spiel. Genau. Und es hat großartige Miniaturen, die sind wirklich von klein bis groß, denn wir können Monster, wir können Riesen erschaffen, die dann für unsere Fraktion kämpfen. Wir haben noch kleine Schiffe und wie gesagt, es ist ein Mehrheitenspiel und es ist von vorne bis hinten schön designt. Und einer meiner Lieblingsautoren, Eric M. Lang heißt er, glaube ich, hat das ganze Ding gemacht. Also Blood Rage, eins unserer absoluten Lieblingsspiele. Ja, jetzt wollen wir einfach sagen, feiert schön weiter. Wir finden es toll, dass es euch gibt und macht einfach weiter so. Ihr seid klasse, ihr habt einen super Service und wir hoffen auf viele weitere Jahre mit euch. Bis dann, ciao. So, das war also eins der Lieblingsspiele der lieben Spiele-Dinos. Wir haben uns ja kennengelernt, weil ich hier immer ein bisschen geschaut habe, ob es nicht vielleicht einen YouTuber oder jemand gibt, der hier aus der Gegend kommt. Und ich bin dann auf YouTube an dem sympathischen schwäbischen Dialekt von der Melli hängen geblieben und habe sie einfach mal angeschrieben und gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen möchten. Und so haben sie uns besucht und so ist einfach der Kontakt entstanden. Und inzwischen sehen wir uns eigentlich sehr regelmäßig und ich freue mich immer, wenn die Dinos vorbeikommen. Ja, Blood Rage. Wir haben 60 Gutscheine vorbereitet dafür. Es gibt 10% auf das Spiel plus, ihr kennt es schon aus den letzten Tagen, 10% auf den kompletten Warenkorb. Der Code dazu lautet die Spiele-Dinos. Und wir haben in dem Fall tatsächlich noch einen kleinen Bonus. Das heißt, wir machen noch einen Giveaway. Was müsst ihr dafür tun? Kommentiert einfach unter diesem Beitrag, was sind eure ersten Spiele des Jahres, die ihr überhaupt gespielt habt? Was sind eure ersten Erinnerungen an das Spiel des Jahres? Und zu gewinnen gibt es 3 unterschiedliche Erweiterungen zu Blood Rage, je 3-mal. Wir können vielleicht kurz dazu posten, welches ihr haben möchtet. Wir haben die Mystiker, wir haben die Götter und wir haben die 5-Spieler-Erweiterung. Jeweils 3-mal, wie gesagt. Und kommentiert einfach drunter, dann, falls ihr noch eine der Erweiterungen braucht, einfach dazu schreiben und dann wünsche ich euch viel Erfolg bei dem Giveaway. Bis morgen. Ciao. Und für was ist der Stein, mit dem muss damit ich laufen? Wir wissen, dass du gelb bist. Ich liebe solche wow. Markierungssteine. Das ist immer wie... Und ja. Mit dem kann ich auch werfen, wenn es kritisch wird. Ja, aber nur auf Angelo.